Hallo und herzlich willkommen hier bei So Simple. Mein Name ist Sabine und vielleicht kennst du mich ja schon von meinem Nähblog sosimple.de oder von meinen Nähbüchern. Näh doch einfach und näh doch einfach Overlock heißen die. Heute nähen wir zusammen eine Slingbag. Eine Slingbag ist eine Tasche, die du ganz nach Lust und Laune über Rücken, Schultern, Bauch, Hüfte, egal wo, tragen kannst und sie sieht immer stylisch aus. Das Schnittmuster für die Tasche verlinke ich dir in der Infobox unter dem Video. Einfach auf Beschreibung und mehr klicken und dann siehst du den Link dorthin. Ich packe dir auch die schönen Stoffe als Links in die Beschreibung. Wenn du die Tasche aus einem kräftigen, gemusterten Canvas nähst, ist das natürlich immer ein Statement, finde ich. Hier habe ich den Quietschvergnügt-Stoff von Simone aus dem Nähcafé am Wasserturm verwendet. Gefällt mir rasend gut. Im Video zeige ich dir, wie du diese Tasche in Groß mit Vordertasche nähen kannst. Da ist dann Platz für Handy, für Portemonnaie und für alles, was dir so wichtig ist und wonach du nicht lange suchen möchtest. Den Gurt kannst du mit D-Ringen, Karabinerhaken und einem Gurtschieber arbeiten. Als Alternative zeige ich dir auch, wie diese Tasche mit Steckschnalle genäht wird. Ein kleiner Tipp am Rande: Wenn du, so wie ich, eher auf dezente Stoffe stehst und die Tasche zu vielen Outfits kombinieren möchtest, dann kannst du innen noch mal ein bisschen Farbenzauber machen. Da eignen sich dann Patchwork-Stoffe zum Beispiel wunderbar dafür. Du kannst aber auch optische Highlights durch das Gurtband setzen. Ich verlinke dir die Gurtbänder ebenfalls in der Infobox unterm Video. Wenn dir dieses Video gefällt, dann lass mir doch ein Like, einen Kommentar und auch ein Abo da, wenn du magst. Ich freue mich darüber. Und ich lese natürlich alle Kommentare und versuche auch alle zu beantworten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuschauen und Nachnähen. Lass uns loslegen. Okay, dann lass uns damit starten, uns das fertige Ergebnis nochmal anzuschauen. Das ist die größte Version der Tasche, also Größe L, ohne Vordertasche. Hier habe ich das Vorderteil der Tasche mit Dekofil Light verstärkt. Das sorgt dafür, dass die Tasche eine schöne Form behält. Zum Vergleich siehst du hier mal eine Tasche aus Canvas-Stoff. Da habe ich den Oberstoff nicht verstärkt, sondern nur das Futter. Da habe ich einen normalen Baumwollstoff genommen und ihn mit Flieseline H250 verstärkt. Hier haben wir einmal die kleinste Version der Tasche aus einem unverstärkten Canvas-Stoff. Das ist die mittlere Version und da habe ich nur die Vorderseite verstärkt. Außerdem habe ich hier mit Steckschnalle gearbeitet. Und das ist die Tasche, die wir jetzt nähen werden. Und das sind die Schnitterlinien, die du brauchst. Einmal das Vorderteil im Bruch zugeschnitten, das vordere Taschenfutter im Bruch, die Taschenklappe im Bruch zugeschnitten, die Rückseite ebenfalls im Bruch zugeschnitten und zwei Seitenteile spiegelverkehrt. Der gelbe Stoff ist übrigens ein unverstärkter Canvas-Stoff, den ich als Oberstoff verwende. Übertrage alle Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff. Dann das Ganze nochmal aus Futterstoff, das Vorderteil, die Taschenklappe, das hintere Taschenfutter der Innentasche, die Rückseite und wieder die Seitenblende spiegelverkehrt zugeschnitten, also zwei Teile. So sieht das dann aus. Dann brauchst du natürlich Gurtband. Für die große Version soll das Gurtband 4 cm breit sein und für die mittlere und kleine Version ist das Gurtband 2,5 cm breit. So sieht das dann aus. Die Länge musst du an deinen Umfang und an die Funktion der Tasche ein bisschen anpassen. Ich empfehle dir ungefähr 120 cm. Dann brauchst du zwei D-Ringe, die zum Gurtband passen.
zwei Karabinerhaken, die ebenfalls dazu passen. Also auch 4 cm breit. Und einen Gurtschieber. Für den gilt das Gleiche. Der Gurt muss durchpassen. Und außerdem brauchst du natürlich einen Reißverschluss. Auch hier habe ich die Metallfarbe vom Reißverschluss auf die Farbe des Taschenzubehörs abgestimmt. Dann brauchst du noch Reißverschlusszipper. Ich habe hier auf den Reißverschluss direkt mehrere Zipper aufgefädelt, sodass ich die Taschen dann von beiden Seiten öffnen kann. Die Links zu den Materialien und die Verbräuche, also wie viel Stoff und Reißverschluss du für welche Taschengröße brauchst, findest du natürlich in der Bilderanleitung auf dem Blog und auch im E-Book. Wir starten damit, den Reißverschluss einzunähen. Du brauchst die beiden Taschenklappenteile aus Oberstoff und Futterstoff. Außerdem brauchst du einen Reißverschluss, der 5 cm länger ist als die gerundete Kante von einem der Taschenklappenteile. Mein Tipp, lass dir einfach an den Seiten genügend Spielraum, dann ist es viel leichter, den Reißverschluss einzunähen. Kürze dann den Reißverschluss ein, so wie du es brauchst, und schneide an der Seite mit den gerundeten Zähnchen die Zähnchen 1 cm weg. Jetzt kannst du den ersten Zipper auffädeln. Und dabei solltest du darauf achten, dass sich der Reißverschluss nicht wellt, wenn der Zipper aufgefädelt ist. Wenn du, so wie ich, auch noch einen zweiten Zipper auffädeln möchtest, dann schneidest du auch auf der anderen Seite die Zähnchen 1 cm weg und dann kannst du auch hier den Zipper auffädeln. So sollte das jetzt aussehen. Knipse den Reißverschluss an den langen Kanten 1-2 mm ein, damit er sich später besser an die gerundete Kante anschmiegt. Ich habe ungefähr alle 2-3 cm so einen Knips gemacht. So sollte das jetzt aussehen. Begradige die Enden des Reißverschlusses. Markiere die Mitte des Reißverschlusses mit einem Knips. So sollte das jetzt aussehen. Stecke den Reißverschluss rechts auf rechts an die Taschenklappe aus Oberstoff. Dabei liegt die Mitte des Reißverschlusses auf der Mitte der Taschenklappe. Dabei ist wichtig, dass der Reißverschluss schön der Rundung der Taschenklappe folgt. Und die andere Seite wird natürlich genauso angesteckt. Nähe den Reißverschluss mit einer Nahtzugabe von 0,7 cm an die gerundete Kante der Taschenklappe aus Oberstoff. Wenn dir der Reißverschluss beim Nähen im Weg ist, dann hältst du kurz an, hebst den Nähfuß, lässt die Nadel im Stoff und ziehst dann den Zipper am Reißverschlussfuß vorbei. Jetzt kannst du den Stoff wieder gerade richten und dann weiter nähen. Achte unbedingt darauf, die Reißverschlusszipper nicht von der Raupe zu schieben. Anfang und Ende jeder Naht werden verriegelt. So sollte das jetzt aussehen. Stecke dann die Taschenklappe aus Futterstoff rechts auf links an den Reißverschluss. Also die rechte Seite der Taschenklappe liegt auf der linken Seite des Reißverschlusses. Die beiden rechten Seiten der Taschenklappen liegen bündig aufeinander. So sollte es aussehen. Jetzt kannst du den Reißverschluss in der ersten Naht festnähen. Die Nahtzugabe bleibt natürlich dieselbe, weil du ja in der ersten Naht nähst. So sollte das jetzt aussehen. Kürze die Nahtzugaben mit der Zackenschere um die Hälfte ein.
Achte dabei darauf, die Naht nicht durchzuschneiden. Falte beide Stoffteile vom Reißverschluss weg und forme die Naht gut aus. Du kannst den Stoff jetzt auch mal überbügeln. Steppe die Kante neben dem Reißverschluss knappkantig mit einem längeren Geradstich ab. Ich verwende hier zum Beispiel eine Stichlänge von 3,5 mm. Das sieht schön gleichmäßig und professionell aus. Ich nehme hier zum Absteppen übrigens auch wieder meinen Reißverschlussfuß. So sollte das jetzt aussehen. Und damit ist die Taschenklappe schon vorbereitet. Als nächstes nähen wir die Vordertasche ins Vorderteil. Übertrage die Markierung für den Reißverschluss auf die Rückseite des Vordertaschenfutters aus Oberstoff. Stecke den Vordertaschenzuschnitt mittig, 1,5 cm von der oberen Kante entfernt, rechts auf rechts an den Zuschnitt der Vorderseite aus Außenstoff. Achte dabei darauf, dass diese Mittelmarkierungen hier alle auf einer Linie liegen. Stecke den Vordertaschenzuschnitt an die Vordertasche. Nähe beide Schnittteile auf der Markierung mit einem kurzen Geradstich, zum Beispiel 1,5 mm, zusammen. Die kurze Stichlänge hilft dir dabei, die Ecken ganz besonders sauber zu nähen. Übrigens habe ich auf meinem Blog einen ganz fetten Infobeitrag zum Thema Bauchtasche nähen für dich vorbereitet. Die Tipps und Kniffe, die ich darin für dich zusammengestellt habe, bringen dich garantiert und ganz sicher zum Ziel. Wetten? Den Link zum Blogbeitrag packe ich dir in die Infobox. Schneide innerhalb der Markierung den Stoff mittig auf. Am Ende lässt du jeweils 1 cm Abstand zu den kurzen Kanten der Markierung. Dort schneidest du die Enden diagonal bis kurz vor die Naht ein. Je präziser du jetzt hier arbeitest, desto schöner lässt sich die Ecke später ausformen. Ziehe das Vorderteil der Innentasche durch den Schlitz zur linken Seite des Vorderteils. Forme die Stoffkanten gut aus, du kannst sie auch bügeln. Die Naht soll dann genau im Stoffbruch liegen. Bügle die Nähte auch nach dem Durchziehen des Taschenfutters nochmal ordentlich aus. So sollte das jetzt aussehen. Stecke einen aufgefädelten Reißverschluss, der ungefähr 5 cm länger ist als das Reißverschlussfenster, rechts auf rechts in das Rechteck. Der Zipper sollte dabei innerhalb des Rechtecks liegen. Um den Reißverschluss zu fixieren, kannst du zum Beispiel Wondertape oder Stecknadeln verwenden. Dabei arbeitest du auf der Futterseite. Ich verwende hier Wondertape, weil ich das am einfachsten finde. Klebe den Reißverschluss in das Reißverschlussfenster. Richte ihn gerade aus und steppe ihn dann knappkantig von der rechten Stoffseite aus mit einem Geradstich fest. Das Gute am Wondertape ist, dass du hier immer noch mal nachkorrigieren kannst, wenn der Reißverschluss noch nicht so sitzt, wie er soll. Um den Reißverschluss einzunähen, kannst du, so wie ich, einen schmalen Geradstichfuß nehmen oder du verwendest wieder den Reißverschlussfuß. So sollte das jetzt aussehen. Auch hier habe ich übrigens wieder einen 3,5er Geradstich verwendet. Stecke die beiden Futterzuschnitte für die Innentasche rechts auf rechts aufeinander. Die Stoffkanten sollten rundherum bündig miteinander abschließen. Damit der Reißverschluss beim Nähen nicht im Weg ist, kürze ich ihn noch ein bisschen ein. Nähe die beiden Futterteile mit einer Nahtzugabe von 1 cm rundherum zusammen. Klappe dabei das Vorderteil von der Naht weg, damit du es nicht versehentlich mit festnähst. Anschließend wird die Nahtzugabe mit einem Zickzackstich oder mit der Overlock versäubert. Jetzt brauchst du die vorbereitete Taschenklappe und das vorbereitete Vorderteil.
Stecke den Reißverschluss rechts auf rechts an die gerade Kante des Vorderteils aus Oberstoff. Dabei liegt die Mitte des Vorderteils auf der Mitte des Reißverschlusses. Beim Feststecken wird sich das Vorderteil um den Reißverschluss herum wölben. Hier kannst du sehen, dass der Stoff eine Rundung beschreibt. Und auf der anderen Seite wird der Stoff natürlich genauso an den Reißverschluss gesteckt. Nähe den Reißverschluss mit einem Reißverschlussfuß und 0,7 cm Nahtzugabe an die gerade Kante des Vorderteils. Achte beim Nähen darauf, dass sich die Stofflagen nicht verschieben. Anfang und Ende der Naht werden verriegelt. So sollte das jetzt aussehen. Stecke das Vorderteil aus Futterstoff mit der geraden Kante rechts auf links mittig an den Reißverschluss. Die beiden Vorderteile liegen dabei bündig aufeinander. Achte beim Zusammenstecken darauf, dass Oberstoff und Futter auch an den seitlichen Kanten bündig miteinander abschließen. Lass jetzt den Stoff wieder der Rundung des Reißverschlusses folgen. Dadurch ergibt sich die schöne gerundete Form der Tasche. Achte darauf, die Innentasche nicht versehentlich mit festzustecken. Nähe das Vorderteil aus Futterstoff in der ersten Naht an den Reißverschluss. Das funktioniert besonders gut, wenn die nach außen gerundete Seite beim Nähen unten liegt. Während des Nähens richte ich den Stoff immer wieder so aus, dass keine Falten entstehen. Es kann manchmal ein bisschen tricky sein, diese sich wölbende Stoffkante zu nähen, gerade bei der großen Version der Tasche. Mein Tipp: Nimm einfach ein paar Stoffclips mehr als üblich und lass dir beim Nähen genügend Zeit, dann klappt das. Kürze die Nahtzugaben mit der Zackenschere um die Hälfte ein. Falte dann die Stoffteile vom Reißverschluss weg. Arbeite die Naht neben dem Reißverschluss gut aus. Steppe anschließend die Kante neben dem Reißverschluss knappkantig mit einem längeren Geradstich ab. Ich verwende hier zum Absteppen immer dieselbe Stichlänge. So sollte das Ganze jetzt von der Oberseite aussehen. Und so von der Futterseite. Weiter geht's mit den Seitenteilen. Übertrage die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff. Das hast du ja eigentlich beim Zuschnitt schon gemacht. Je nach Taschengröße kann die Rundung der Tasche ein bisschen anders aussehen. Lege die Markierungen von Seitenblende und Taschenteil genau aufeinander. Die Seitenblende setzt oben mit dem Reißverschluss an. Unten ragt die Seitenblende in der Breite der Nahtzugabe über das Vorderteil. Jetzt ist es wichtig, dass du eine starke Nähmaschinennadel verwendest. Nähe die Seitenblende durch alle Stofflagen an das Vorderteil. Dabei nähst du genau auf der Markierung. Ich verwende hier zum Nähen eine Jeansnadel in der Stärke 105. Auf der anderen Seite nähst du die Seitenblende aus Oberstoff natürlich genauso an. Mein Tipp: Vor dem Einkürzen des überstehenden Stoffes kannst du probeweise mal das Rückteil rechts auf rechts an das Vorderteil stecken. Wenn alles passt, dann kann es weitergehen. Lege das Seitenteil aus Futterstoff von der Futterseite aus so unter das Seitenteil aus Oberstoff, dass beide Teile genau bündig miteinander abschließen. Nähe das Futterteil in der ersten Naht fest. Und das Ganze machst du natürlich auf der anderen Seite wieder genauso.
Auch hier nähst du wieder durch alle Stofflagen. Das bedeutet, deine Nähmaschine hat ganz schön was zu tun. Wichtig ist, dass du schön langsam nähst und deine Nähmaschine nicht überforderst. Kürze die Nahtzugaben und den Reißverschluss ein bisschen ein. Klappe die Blenden aus Futter und Oberstoff vom Reißverschluss weg. Die Kanten beider Seitenblenden sollten jetzt genau aufeinander liegen. Steppe die Kante mit einem längeren Geradstich durch alle Stofflagen ab. Die überstehenden Nahtzugaben kannst du jetzt ein bisschen einkürzen. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Als nächstes brauchst du zwei 10 cm lange Gurtbandstücke und 2D-Ringe. Ziehe das erste Gurtbandstück durch einen der D-Ringe und falte die kurzen Kanten des Gurtbandes zueinander. Stecke das Gurtband bündig an die Kante der Seitenblende. Oben und unten sollte 1 cm Nahtzugabe bleiben. Nähe dann das Gurtband mit einer Hilfsnaht innerhalb der Nahtzugabe fest, damit es beim Zusammennähen später nicht verrutschen kann. Wiederhole diesen Arbeitsschritt auch auf der anderen Seite. So sieht das jetzt aus. Öffne den Reißverschluss ein kleines Stück, damit du die Tasche gleich gut wenden kannst. Stecke das Rückteil aus Oberstoff bündig auf das Vorderteil. Bei sehr festen Stoffen empfehle ich dir, Stoffclips zu verwenden, weil Stecknadeln bei so vielen festen Stofflagen manchmal versagen. So sollte das jetzt aussehen. Nähe mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal komplett um die Tasche herum, und zwar durch alle Stofflagen hindurch. Du kannst hier auf dem Futter oder auf dem Oberstoff nähen, was dir lieber ist. Achte dabei darauf, dass sich die Stofflagen nicht verschieben. Jetzt hast du es gleich schon geschafft. Stecke die Rückseite aus Futterstoff rechts auf die Futterseite. Alle Stoffkanten liegen immer noch bündig. So sieht es aus, wenn alles zusammengesteckt ist. Nähe mit einem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe in der ersten Naht einmal komplett um die Tasche herum. An der Taschenklappe lässt du aber eine Wendeöffnung von 12 bis 15 cm. Mein Tipp, wenn es deiner Nähmaschine schwerfällt, die vielen Stofflagen zu transportieren, dann kannst du auch den Obertransportfuß verwenden. Kürze anschließend die Nahtzugaben an den Rundungen und an den Ecken ein. Wende die Tasche durch die Wendeöffnung und forme alle Nähte und Ecken gut aus. Dafür kannst du zum Beispiel den Stiel eines Holzlöffels verwenden. Für die Form der Tasche ist es auch wichtig, dass du die untere gerundete Kante gut ausarbeitest. Das geht am besten, indem du von innen durch die Wendeöffnung arbeitest. So sollte das dann aussehen. Falte die Nahtzugabe der Wendeöffnung 1 cm nach innen. Die erste Naht sollte jetzt knapp verdeckt sein. Schließe die Wendeöffnung mit einer Handnaht. Wenn du dabei den Faden in Stofffarbe wählst, dann ist die Naht ganz unauffällig. Achte beim Nähen darauf, nur durch den Futterstoff zu stechen, nicht durch den Oberstoff. Und so machst du natürlich weiter, bis die komplette Wendeöffnung geschlossen ist. Am Ende vernähst du den Faden. Fädle das Gurtband durch den Gurtschieber.
und dann durch den ersten Karabiner. So sollte das jetzt aussehen. Jetzt fädelst du den Gurt auf demselben Weg zurück, durch den er reingegangen ist. Anschließend faltest du das Gurtende 2 mal 1 cm um und steckst es fest. Auf der anderen Seite fädelst du den zweiten Karabiner auf und steckst auch hier das Gurtende 2 mal 1 cm um. Wichtig ist, dass alle Metallteile in dieselbe Richtung auf den Gurt gefädelt werden. Steppe das Gurtende am Karabiner neben dem Gurtschieber mit einer rechteckigen Naht fest. Das zweite Gurtende wird genauso genäht. Und so sollte das Ganze jetzt aussehen. Dann musst du nur noch die Karabiner in die D-Ringe haken und fertig ist deine neue Slingbag. Übrigens, wenn du merkst, dass es dir hilft, wenn ich in meinen Videos hin und wieder so ein paar Näh-Basics erkläre, dann schau dir unbedingt auch mal meine Online-Nähkurse an. In denen zeige ich dir locker und verständlich die wichtigsten Grundlagen, die du zum Nähen brauchst. Die Nähkurse kannst du ganz einfach auf meinem Blog buchen und dann immer wieder in deinem Kundenkonto anschauen. Das Gute an Online-Nähkursen ist, dass du selbst bestimmst, wann du startest, wann du stoppst und wie oft du den Kurs wiederholst, weil er dir ja dauerhaft zur Verfügung steht. Genauso wie die Schnittmuster und Materialien, die bei meinen Kursen dabei sind. Wenn du zum Nähen einfachen festen Canvas-Stoff verwendest und nur das Futter mit Flieseline H250 zum Beispiel verstärkst, dann bekommst du eine ganz anschmiegsame Tasche. Und jetzt zeige ich dir noch, wie man so eine Hipbag oder Slingbag mit Steckschnalle näht. Und so wird's gemacht. Statt des Gurtbandes mit D-Ringen nähst du an die eine Seitenblende ein ungefähr 1 Meter langes Stück Gurtband, je nach Bedarf, also das hängt auch ein bisschen von deinem Körperumfang ab, und an die andere Seite ein 20 cm langes Stück. Ziehe das kurze Gurtband durch den äußeren Teil der Steckschnalle, falte das Ende 2 mal 1 cm um und steppe es fest. Führe das lange Gurtband durch den Gurtschieber. Fädle den inneren Teil der Steckschnalle auf und führe den Gurt zurück. So sollte das jetzt aussehen. Der Gurt geht durch den Gurtschieber und dann durch die Steckschnalle. Und jetzt nimmst du das Gurtende, machst dir hier ein bisschen Platz und führst das Gurtende wieder zurück. Hier führe ich den Gurt auf dem gleichen Weg zurück, in dem er reingegangen ist. Das kannst du übrigens bei der ersten Version, also mit Karabinern und D-Ringen, genauso machen. In der ersten Version liegt das Gurtende innerhalb der Schlaufe und in der zweiten außerhalb. Kannst mal gucken, was für dich beim Tragen angenehmer ist.
Falte das Gurtende zweimal einen Zentimeter um und stecke es fest. Steppe das Gurtband mit einem Geradstich fest. Du kannst hier wieder eine rechteckige Naht nehmen oder wie ich zwei parallele Nähte. Wenn dir meine Nähtipps gefallen, dann klick dich doch auch mal rüber auf meinen Blog. Dort findest du neben Anleitungen und Schnittmustern auch viele Nähtipps und Ideen. Außerdem gibt es gratis Schnittmuster und Materialien zum Runterladen. Wenn du ein Kundenkonto bei So Simple hast und den Newsletter abonnierst, dann hast du Zugriff auf unseren Freebook-Bereich. Dort warten über 100 kostenlose Schnittmuster darauf, von dir entdeckt und genäht zu werden. Na, das war doch super easy, oder? Hat Spaß gemacht? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!